Hallo, hallo, hallo. Wie geht es dir, du wundervoller Mensch, du wertvolles Wesen? Sich selbstständig im Opferbewusstsein zu halten, kennst du das? Wenn es dir schlecht geht, und vielleicht hast du schon einiges an Bewusstsein, hast schon einiges an Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Und du erzählst dir in dem Moment, wo es dir schlecht geht, permanent, dass es dir schlecht geht, dass das jetzt ein Prozess ist, dass dieser Prozess jetzt wichtig ist und du heilst und du musst jetzt in diesem Gefühl des Schlechtseins bleiben. Du musst es jetzt vollkommen ausleben, vollkommen auskosten und vollkommen im Warum sein, im Weshalb, in der Analyse. Ja, du ziehst dich selbst permanent runter. Du sagst zu dir, mir geht es schlecht. Ich weiß zwar, das ist jetzt eine Phase und das ist wichtig, dass ich das erlebe. Doch warum geht es mir schlecht? Wieso haben es andere Leute leichter? Warum bin ich jetzt in dieser Situation, in der ich jetzt bin? Wie konnte mir das geschehen? Und wenn andere Leute dann mit dir sprechen und zu dir sagen, hey, erinnere dich an deine Kraft. Erinnere dich an die Stärke, die du bist. Dann sagst du zu diesen Leuten, du verstehst mich nicht. Du verstehst nicht, was ich spreche. Du verstehst nicht, was ich meine. Oder du sagst zu den Leuten, ja, vielleicht bist du einfach schon weiter als ich. Doch ich darf ja jetzt diese Erfahrung machen, dass es mir so schlecht geht. Und wenn dann dieser Mensch zu dir sagt, hey, das ist deine Entscheidung, die du gerade triffst, dass du dich weiter unten hältst, dann fängst du vielleicht noch an, wütend zu werden und aggressiv zu werden. Siehst du dich in all dem wieder? Ich habe ja jahrelang dieses Opferbewusstsein gelebt. Ja, ich habe mir 30 Jahre erzählt, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass ich nicht gut genug bin für diese Welt, dass es klar ist, dass mir ständig schlimme Sachen passieren. Ich bin halt nicht mehr wert und, und. Ich habe es hingenommen und akzeptiert, dass es mir schlecht ging. Ich habe es hingenommen und akzeptiert, dass es mir immer schlechter ging und ich noch mehr schlimme Sachen erlebt habe. Wo war der Schlüssel, dass ich da rausgekommen bin? Das war letztendlich die Ausrichtung, meine eigene Ausrichtung, den Fokus, den ich neu gesetzt habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich dann nicht durch den Schmerz gehe, dass ich dann nicht die Erfahrung mache, die ich jetzt zu machen habe in diesem Heilungsprozess. Nein, wir nehmen doch diesen Prozess in diesem Moment wahr und wissen, hey, da ist etwas, was geändert werden möchte. Und trotzdem dürfen wir doch unsere Ausrichtung auch in diesem Moment verändern. Und wir dürfen uns in diesem Moment entscheiden und sagen, hey, ich spüre und fühle, was los ist. Und doch darf ich auch schöne Dinge jetzt für mich machen. Und ich darf jetzt auch lachen. Und ich darf mir auch selbst ein Lächeln schenken. Und ich darf auch in die Freude gehen. Nicht in die Freude, dass es mir gerade schlecht geht, sondern die Freude dafür, dass du schon so viel erlebt hast, dass du schon so viel geschafft hast, dass du schon so viel für dich selbst erreicht hast, dass du jetzt in diesem Moment angekommen bist und zu dir selbst sagen kannst, mir ist bewusst, dass ich gerade in einer super niedrigen Frequenz bin, mir ist bewusst, dass hier gerade etwas heilt und mir ist auch bewusst, dass ich eine gigantische Lebenskraft habe. Und ich möchte mich für dieses Bewusstsein entscheiden und mich für meine Lebenskraft entscheiden, für meine Stärke in mir. Du hast doch alles Recht dazu, genau das zu tun. Du kannst natürlich auch sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich will das nicht, ich möchte im Schmerz bleiben, ich möchte in der Traurigkeit bleiben. Du kannst auch sagen, andere schaffen das, ich nicht. Das sind all die Worte, die dich weiter unten halten. Und natürlich ist es eine Entscheidung, Worte zu wählen, die dich aufbauen. Und das heißt nicht, wenn du diese Worte anfängst zu sprechen, dass sich dann sofort das ganze Gefühl verändert. Es kann sein, dass du in diesem Gefühl 2, 3, 4 Tage bleibst oder länger. Doch nicht aufgeben.
ist die Devise. Nie aufgeben. Sich immer wieder zu sagen, ich schaffe es. Egal wie ich mich jetzt fühle, ich schaffe es. Und ich glaube an diese unendliche Lebenskraft in mir, auch wenn ich sie jetzt nicht fühle, doch ich glaube daran. Und ich glaube daran, dass eine höhere Kraft in mir, eine Kraft, die ich nicht kenne, eine Kraft, die ich mir nicht vorstellen kann, doch dass diese Kraft mich führt und hindurch führt und dorthin führt, wo ich meine unendliche Lebenskraft wieder spüren und wahrnehmen darf. Und nicht zu warten, nicht zu analysieren. Denn letztendlich, und das ist die allergrößte Erkenntnis, die ich hatte auf meinem Weg in die Heilung, die Antworten kommen auf dem Weg. Die Antworten kommen nicht, wenn wir im Schmerz sind und dort im Schmerz anfangen zu wühlen und zu überlegen, warum es uns jetzt so geht. Hat das etwas mit meinem inneren Kind zu tun? Hat es etwas damit zu tun, weil ich in meiner Vergangenheit so viel gemacht und erlebt und gesagt habe? Dann hängst du doch die ganze Zeit in dieser alten Energie fest. Du hängst doch die ganze Zeit dort fest, wo du doch eigentlich gar nicht sein willst. Erlaube dir, dich davon zu befreien, von dem Wissen wollen und dem Hinterfragen wollen. Und erlaube dir, ich musste kurz mal meine Katze scharf angucken. Und erlaube dir bitte, dass du dich selbst in jeder Sekunde neu ausrichten darfst und kannst, wenn du dich dafür entscheidest. Ich sag nicht, dass es leicht ist. Ich war selbst da drin und ich weiß, was das für eine Herausforderung ist. Doch je mehr du das übst, je stärker du für dich gehst und vor allem rausgehst aus Erwartungen und Bedingungen, warte nicht darauf, dass es dir besser geht. Das zieht dich weiter runter, weil die Sache ist, wenn wir darauf warten, dass es uns besser geht, haben wir doch die ganze Zeit im Hinterkopf, ich will, dass es mir besser geht. Und wir warten, wir gehen nicht in das Zulassen des Moments, dass wir uns selbst erlauben, dass etwas Besseres für uns da ist, dass wir eine unendliche Lebenskraft haben, dass wir eine gigantische Stärke haben. Das sollte der einzige Gedanke sein, das sollte der einzige Fokus sein. Für uns selbst. Wir drücken nichts weg. Doch wir erlauben uns diese Ausrichtung. Diese Ausrichtung für uns, für eine Kraft, die wir sind, die wir nicht, die wir kaum benennen können, die wir uns gar nicht vorstellen können. Doch die da ist, die immer, immer, immer fließt. Und diesen Glauben daran. Und auch wenn wir auf dem Boden liegen und auch wenn wir uns winden und schreien, denn das habe ich getan. Auch dann zu sagen, nein, da ist mehr für mich. Und eines Tages werde ich das erleben. Eines Tages werde ich diese Kraft spüren und leben. Und daran möchte ich glauben. Und das ist das Einzige, woran ich glaube. Weil ich es mir wert bin. Und ich lasse es nicht mehr zu, dass ich mich selbst runterziehe. Und ich lasse es nicht mehr zu, dass mich irgendjemand anderes herunterzieht. Denn ich will an mich glauben, an diese unendliche Lebenskraft und Lebensenergie. Und das soll dein einziger Fokus sein, deine einzige Ausrichtung. In dem Moment geschieht Heilung bereits. Und wenn du dann wieder kraftvoller bist, dann werden die Antworten auch kommen und das Verständnis für das, was du gerade erlebt hast, für diese transformative Phase. Und die kann sogar auch ein Jahr dauern. Immer wieder aufstehen für dich. Immer wieder dir selbst sagen, dass da so viel mehr für dich ist. Glaube an dich, gib dich niemals, niemals, niemals auf. Und erlaube es dir nicht, immer wieder den Fokus in den Schmerz und in die Traurigkeit zu lenken. Nimm das wahr, es ist da, es ist ein Teil von dir, es ist okay. Es tut weh,
Es ist herausfordernd. Es ist herausfordernd. Doch darfst du an eine höhere Kraft und diese gigantische Lebenskraft in dir glauben. Erlaub dir das. Erlaub dir das. Und gib dich niemals auf. Niemals. Niemals. Ich wünsche dir alles Liebe. Und wenn ich dich mit diesem Video inspirieren und motivieren konnte, dann like diesen Kanal, dann abonniere mich. Lass gerne einen Kommentar da. Abonniere mich auch auf all meinen Social-Media-Kanälen. Und wenn ich weiteres für dich tun kann, eventuell, wenn du das Gefühl hast, du gehst mit dem in Resonanz, was ich spreche, dann buch doch einfach ein 20-minütiges, kostenfreies Gespräch bei mir und lass uns schauen, ob wir eventuell was für dich tun können. Oder vielleicht habe ich ja eine Idee oder einen Tipp für dich, den ich dir dann schenken kann. Ich wünsche dir alles Liebe und freue mich auf unseren nächsten Moment. Bis dann. Ciao, ciao.